Hallo, ich bin's wieder, eure Carmen vom kleinen ABC in der Küche. Heute möchte ich euch ein Rezept vorstellen, was mir auf die Vorführungen immer sehr am Herzen liegt. Ein schönes Grundrezept für eure Zubereitung vieler Speisen, Suppen, Aufstriche, egal für was das es verwendet dann. Und es ist selbstgemachte Gemüsebrühe. Selbstgemachte Gemüsebrühe, da wisst ihr wenigstens, was drinnen ist, denn es kommt nichts anderes rein wie Suppengemüse. Das Suppengemüse stelle ich euch gleich vor, aber erstmal vielleicht etwas dazu, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Ja, mittlerweile gibt es ganz viele Rezepte davon, aber ich habe vor vielen Jahren einmal Kochkurse ausgearbeitet, Kochkurse aus Omas Küche, Rezepte aus Omas Küche, und da war ich auf die Flohmärkte unterwegs und habe mir auch diverse alte Kochbücher zugelegt und fand es ganz spannend, da drinnen zu stöbern, was die Omas so alles früher schon gekocht haben. Dies ist mein ältestes Schatzstückchen, muss ich da schon sagen. Das ist von 1881. Ja, ich habe noch jede Menge andere. Ihr seht auch, die sind schon etwas lediert, aber ich finde das ganz, ganz spannend, da drinnen zu blättern und zu schauen, was damals gekocht worden ist. Und ihr werdet es nicht glauben, auch unsere Gemüsebrühe haben die Omas früher schon zubereitet. Früher war das eingesalzenes Gemüse. Das Gemüse musste haltbar gemacht werden, weil es ja das schließlich nur zu einer gewissen Jahreszeit gab. Und dann musste es, wie gesagt, haltbar gemacht werden, um dann auch zu dieser Zeit darauf zugreifen zu können, wenn es gebraucht worden ist und das eben nicht mehr vorrätig war im frischen Zustand. Ja, aber die Omas hatten es nicht so gut wie wir. Wir haben jetzt einen Thermomix und da habe ich hier mal in meine alte Küche unten reingeschaut, die ich als Deko bloß noch im Garten stehen habe. Die Omas haben tatsächlich unser Gemüse, Karotten, Sellerie oder Lauch, hier mit diesen alten Reibeisen reiben müssen. Wahrscheinlich waren die Finger auch ab und zu mal mit drinnen oder dann durch einen Fleischwolf durch. Und das Ganze ist eingesalzen worden. Eingesalzen, so wie wir es heute auch zubereiten. Ja, aber diesmal so zur Vorgeschichte dazu, wie ich überhaupt zu meinem Rezept gekommen bin. Und ich habe das dann etwas zusammengesetzt, dass es mir vom Salzgehalt her auch passt, so dass ihr das Ganze auch umwandlich haltbar dann habt. Okay, also als Suppengemüse verwenden wir Karotten, normalen Sellerie und Porree oder Lauch, wie man sagt. Als Kräuter kommt nur Maggikraut mit rein. Zu Maggikraut sagt man auch Liebstöckel. Und das wird alles hier bloß in grobe Stücke geschnitten. Das habt ihr hier und kommt in unseren Mixtopf rein. Ich wiege es gleich mal, weil nämlich dann auch der Salzgehalt hier drinnen dementsprechend rein muss. Zum Zubereiten, zum Schneiden her, schneidet ihr das bitte nur in grobe Stücke als Richtwert. Die Stücke sollen hier oben durchs Deckelloch durchpassen, sodass euer Thermomix sich leicht tut, um das Ganze zu zerkleinern. Ja, dann kommt noch Maggikraut mit dazu. Das haben wir hier. Da verwende ich, das ist schon alles geputzt und abgewaschen, aber ich verwende auch die Stiele da dazu. Da sind die besten ätherischen Öle drinnen. Das könnt ihr hier gleich mit reinschmeißen. Ach, Karotten müssen noch rein, habe ich gesehen. Da hatte ich noch nicht alles drinnen, weil ich es vorhin noch nicht gewogen habe. Passt, wunderbar. Also, Maggikraut. Einiges hier mit rein. Wenn ihr das Ganze im Winter macht, gibt es meistens kein Maggikraut mehr. Wir haben es jetzt im Garten. Im Winter nehmt ihr einfach Petersilie da dafür. Das macht auch nichts. Ist natürlich nicht so intensiv wie das Maggikraut, aber die Petersilie passt deswegen genauso. Alles in den Mixtopf rein, Mixtopf verschließen, und zum Zerkleinern nehmt ihr dann bitte euren Spatel mit dazu, zerkleinern auf Stufe 10. Das kann so 30 Sekunden dauern, das seht ihr dann selber. Das Ganze soll jetzt mal hier richtig Matschepampe zerkleinert werden und danach kommt erst das Salz dazu. So, wir setzen es in Bewegung. Das Ganze ist zerkleinert. Schauen wir gleich mal. So, schaut mal. Ihr seht, wunderbare Farbe jetzt hier drinnen. Das feinere Zerkleinern kommt jetzt dann gleich noch, wenn wir Salz reingegeben haben. Aber zum Salz möchte ich euch gleich noch ein paar Infos mit dazu erzählen. So, hier habt ihr zwei verschiedene Salzsorten. Einmal ein Natursalz und einmal ein Industriesalz.
Es ist so, dass die Natursalze, wie hier jetzt zum Beispiel, ich verwende gern Himalaya-Salz, ihr könnt aber als Natursalz auch Meersalz zum Beispiel verwenden, ne? Oder auch das Ursalz. Also da gibt es ganz verschiedene und die sind auch von den Farben her verschieden. Das Himalaya-Salz ist eben eins, was so diesen orangenen Ton hier drinnen hat. Aber ihr seht hier auch sehr schön diesen Unterschied. Ein Industriesalz ist rein weiß. Ja, also was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Salze? Es ist einfach so, dass das Natursalz einen absolut natürlichen Zustand des Salzes behält und nicht verändert worden ist. Es besteht 95% aus Natriumchlorid und die restlichen Prozente in einer Zusammensetzung verschiedener Mineralien wie Magnesium, Eisen und auch Calcium. Ein rein natürliches Salz ohne Bearbeitung. Das Industriesalz, was ihr hier seht, das ist ein raffiniertes Salz. Es besteht 100% nur aus Natriumchlorid, denn die Industriesalze durchlaufen einen chemischen Reinigungsprozess. Sie werden gebleicht. Das sieht man hier, das ist sowas von rein weiß. Ja, leider wollen die Leute immer alles rein weiß haben und dann darf es auch nicht klumpen oder so, ne? Das sind eigentlich immer die Verbraucher, die wo sie so etwas wünschen. Und deswegen ist dieses Industriesalz nicht nur gebleicht, sondern es besteht leider auch aus verschiedenen Rieslungshilfen und Trocknungsmitteln. Damit sind tatsächlich Speisesalze mit versetzt. Ja, also ich würde euch empfehlen, immer natürliche, naturnahe Produkte zu verwenden. Und weil wenn ihr schon eure Gemüsebrühe selber macht, dann verwendet doch bitte auch ein anständiges Salz, was natürlich ist, wäre doch sonst viel zu schade drum. Ja, wir verwenden das Himalaya-Salz dafür. Das kommt jetzt hier gleich rein. Vom Verhältnis her tut ihr das Salz bitte 1 zu 4 nehmen. Das heißt 4 Teile am Gemüse. Und einen Teil im Salz. Ich habe mir das Ganze eigentlich, dieses Rezept so zusammengestellt, damit es, wie gesagt, auch haltbar ist. Übrigens, eure Gemüsebrühe ist ein Jahr haltbar. So lange hält es sowieso nicht, weil es wieder brauchen tut. Aber ich mache deswegen immer ganz gern die große Menge gleich davon und fülle das dann in Gläser ab, werdet ihr dann sehen. Aber es ist wirklich ein Jahr haltbar. Und ihr braucht es nicht in den Kühlschrank stellen, sondern ihr könnt es auch in der Speise aufbewahren. Durch das Salz ist das Ganze konserviert. Salz ist reingegeben. Also wie gesagt, bei uns hier natürlich unser natürliches und nicht das Industriesalz. Und dann wird das Ganze wieder auf Stufe 10 hier drinnen vermengt. Nochmal schön zerkleinert. Schon. Das Ganze haben wir auf Stufe 10 jetzt noch einmal zerkleinert hier drin. Das Salz ist auch ein gutes Reibemittel, um das Ganze hier wirklich schön Matschepampe zu kriegen, sage ich ganz gern. Also da seht ihr das. Es ist ja oftmals so, dass dann keine Stückchen mehr drinnen sein dürfen. Und das Ganze füllen wir jetzt um. Und da möchte ich euch beim Umfüllen nämlich auch noch mal schnell einen Trick hier drinnen zeigen. Ich hebe immer Marmeladengläser, Honiggläser, so etwas auf. Und damit wir das Ganze einfüllen, habt ihr eigentlich gewusst, dass euer Mixtopfdeckel auch als Einfüllhilfe geht? Ihr könnt das einfach auf das Glas hier drauflegen und dann, ob ihr da Marmelade einfüllt, irgendwas anderes in eure Gläser. Und das Ganze könnt ihr jetzt hier schön in eure Gläser einfüllen, dass nichts nebendran runterfällt. Na, gerade wenn man keinen Trichter zur Hand habt, ist doch das eine super tolle Sache. Also merkt es euch auch, wenn ihr Marmelade macht, damit ihr den Trichter dann gleich als Einfüllhilfe nehmen tut. So, das andere füllen wir ab. So, ihr seht, aus der großen Menge an Gemüse, ich habe 800 Gramm Gemüse gehabt und 200 Gramm Salz, sind 3 so schöne große Gläser raus geworden. Und ein bisschen was tue ich euch hier mal noch in eine kleine Schüssel, weil ich euch hier gern noch den Unterschied zur gekauften Gemüsebrühe zeigen möchte. Also, so schaut unsere selbstgemachte Gemüsebrühe aus. Hier wirklich 75% Gemüse. Frisches Gemüse mit vielen Nährstoffen drinnen, natürlichen Stoffen und ihr werdet es nicht glauben, ohne Zucker. Wir haben ja nichts mit da drinnen. Und das ist eine fertige Gemüsebrühe. Ihr seht es schon an der Farbe, mit Sicherheit auch eingefärbt, hat ganz viele Geschmacksverstärker noch mit dran und natürlich auch Konservierungsstoffe. Und ja, wenn ich euch jetzt mal live raten lassen würde, was glaubt ihr denn, was an Gemüse drinnen ist?
nur 7,6% an Gemüse. Es ist tatsächlich alles andere nur mit Füllstoffen, Konservierungs- und Geschmacksstoffen versetzt. Natürlich gibt es da auch unterschiedliche Sachen, gar keine Frage. Da gibt es weder bessere von der Qualität und weder schlechtere. Aber ich stehe da drauf, macht es euch selber, dann wisst ihr, was drinnen ist. Nur natürliche Zutaten. Ja, und damit wünsche ich euch eine genussvolle Zeit. Gutes Gelingen beim Zubereiten eurer selbstgemachten Gemüsebrühe. Bestimmt habt ihr ganz viele Ideen, wofür das es verwendet. Wie gesagt, Suppen, Aufstriche, auch für die Bratensoße. Also da habt ihr unendliche Möglichkeiten. Habt immer ein Gläschen auf Vorrat da. Es ist auch mal ein wunderschönes Geschenk. Deckel drauf, Schleifchen drum für die Freundin. Die freut sich mit Sicherheit auch darüber. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen oder wenn ihr mich abonniert. Ciao, ciao, eure Carmen vom kleinen ABC in der Küche.